So, hallo, eine Spontanaufnahme Super Mario Maker 2. Das letzte Mal haben wir Story-Modus komplett durchgemacht. Komplett. Das heißt, wir haben auch die Bonus-Stage gespielt. Und was ist das alles für ein Quatsch? Das brauche ich alles nicht. Und genau. Ne, haben jetzt hier alles fertig. Weshalb es jetzt eine Spontanaufnahme ist. Ich habe ja gesagt, ich werde ein paar. Ich habe ja gesagt, ich werde ein paar Tage warten, bis ich wieder aufnehme. Es ist jetzt, glaube ich, 2 Tage her oder so. Jedenfalls hat mir heute Aggressor ein Level auf Twitter geschickt, das mich jetzt so neugierig gemacht hat. So neugierig gemacht hat. So neugierig gemacht hat, dass ich es gleich ausprobieren möchte. Und zwar ein Tohu Mario Level. 62 Nutzer haben schon Lakitu Attacks Maybe Hard gespielt. Okay. Aber ich wollte es doch noch ändern. Ach Mann, das ist. Aber es ist halt ärgerlich. Wenn man Level ändert, sind ja praktisch alle, die da jetzt was erreicht haben, ist ja dann weg. Ich finde das doof, dass das nicht einfach abgedatet werden kann. Klar, es ist ja dann ein anderes Level. Yeah. Gott, was für eine Abflussrate ist das denn? Oh, Mama. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde einfach irgendwann Neues bauen und das jetzt lassen, wie es ist. Und beim Neuen dann versuchen, Dinge besser zu machen und das hier nicht mehr zu verändern. Weil ich finde es irgendwie blödes zu lösen. Keine Ahnung. Egal. Darum soll es nicht gehen, sondern es soll um das Toho-Level erstmal gehen. Und dann habe ich noch ein paar andere auf einer Liste, die ich jetzt. Oh Gott, wo ist die Liste? Oh no. Ich habe doch hier irgendwo diese Liste hingeschmissen. Da ist die Liste. Jetzt gucken wir uns erstmal das Toho-Level an. Ich weiß nicht, ob, wenn es wirklich wie Toho ist, ist es vielleicht schwer, keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. So. Also, JX5. Nein, J5X. Guten Morgen. Es ist so warm. Selbst in meiner Kellerwohnung ist es so warm. Und bisher war es immer kühl in dieser Wohnung. Und jetzt ist es warm. Ich will gerade nicht wissen, wie es Leuten geht, die unterm Dach. Also keine Ahnung. Gut, allerdings habe ich den Ventilator gerade nicht an. Und ich habe ja letztes Jahr unterm Dach gewohnt. Da hatte ich halt den Ventilator durchgehend an. Vielleicht würde das auch dann helfen. So wie letztes Jahr auch. Trotzdem ist es verdammt warm. Oh, das hat aber sogar eine ganz ordentliche Clear Rate. Dann ist es vielleicht spielbar. Schauen wir uns das doch mal an. Traurig ist natürlich, dass jetzt keine Toru-Musik laufen kann. Na, das ist natürlich richtig traurig. Müsste ich fast über Discord einfach einspielen. Aber Problem, Discord würde über den Computer laufen. Ach, über Discord. Spotify würde über den Computer laufen. Und aber die normale SMW-Musik finde ich jetzt ja noch unpassender. Ach du Schande. Ja, aber es wäre asynchron, das wollte ich sagen. Oh Mama. Pilz. Oh. Oh, ich glaube, wir haben das erste Level geschafft. Ach, der Pilz kam jetzt automatisch, nachdem ich getroffen. Oder was? Wie setze ich denn den Stern ein? Fällt die Notenblock runter. Okay. Wir haben jetzt keine Checkpoint gehabt, ne? Möchte ich nur mal kurz. Betonen. Das ist. Wait, das kann ich jetzt schon gar nicht mehr.
Wait. Das ist ja irgendwie ungünstig. So, der Pilz kommt ja wieder, theoretisch. Was ist hier drin? Vielleicht kommt der Pilz auch nicht wieder. Okay. Aber hätte. Ich weiß nicht, ob es gibt irgendeine bessere Musik dafür. Irgendeine? Als die? Die langsame Unterwassermusik? Es passt einfach nicht zu Toho. Es tut mir leid. Ach Mann. Guck mal, jetzt wird direkt der rausgeschickt. Aber wie habe ich das denn jetzt ausgelöst? Dadurch, dass ich getroffen wurde nur, oder? Oh. Oh, gib mir den! Nein! Oder krab. Nee, der fällt ja so schon runter, ne? Also das am Rand verstehe ich noch nicht, wie das hier funktioniert. Das ist irgendein Konzept. Ich habe noch nicht drauf geachtet, so richtig. Aber mal abgesehen davon, es gibt tatsächlich auch Maps, die die Toho-Musik simuliert haben. Und zwar richtig cool sogar. Ich weiß allerdings gerade nicht, welche das waren. Ach, warte, was mache ich denn? Das Eis geht ja nur darunter, wo ich hingehe. Ich muss das ja gar nicht so. Ne, das entscheide ich ja, wie schnell das fällt. Oh Gott! Wo bin ich jetzt? Ich bin gerade aus irgendeinem Grund von irgendwas zurückgestoßen worden. So, stirb. Ah, nice. Ach, ist das einfach eine Zeit, die das abläuft? Ah! Ah, verstanden. Da ist mein Checkpoint. Okay, ja, okay. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ich habe nichts gesagt. Ja, das ist eine Zeit, die da oben ab... Jetzt verstand ich... verstehe ich das. Das war Zufall vorhin. Gott. Das war Zufall vorhin, dass ich... Na, jetzt kommt der Pilz, genau. Deswegen kommt da die Shell weg. Ach, Mist. Aber das war Zufall vorhin, dass ich hier, dass das genau mit dem Treffer korreliert ist. Ja, jetzt verstehe ich das. Okay. Was hat das jetzt mit Toho zu tun? Gottes Willen! Ich brauche den Mond! No! Komm zu mir, Mond! Yes! Oh Gott! Oh, nice. Hä? Da hat eine Pflanze drüben mich trollen wollen. Die ist wahrscheinlich von einem anderen Raum. Wofür ist das? Warum? Also den Sinn dahinter verstehe ich noch nicht so ganz. Es ist wahrscheinlich so dieser Übergang von einem... Aua. Von einem Level... Oh mein Gott. Von einem... Ah. Okay, alles klar. Von einem Level zum nächsten, aber... Hätte jetzt hier ja nicht unbedingt sein müssen, ne? Uah. Weil es kostet halt einfach nur Zeit. Und ihr wisst ja, alles, was Zeit kostet, da bin ich enorm allergisch. Oh Gott. Oh Gott. So, aber gleich kriegen wir wieder den Pilz. Okay. Na, das meine ich. Warum? Wofür?
Welchen Sinn hat das? Warum kann man nicht einfach direkt von der Röhre hier rauskommen? Wäre doch möglich. Oh nein, ich habe schon wieder getan. So. Dies... Na, woher soll ich das denn wissen? So. No. No. So, jetzt kann... Also diese ganz langen Feuerdinger, denen auszuweichen... Das finde ich schon... Die sind schon ein bisschen krass, weil du kannst halt überhaupt nicht so schnell rüberschwimmen, wie du die siehst. Das kann man eigentlich nicht beim ersten Mal schaffen, wenn man nicht weiß, dass die kommen. Oder? Weil angenommen, ich halte mich hier vor hier auf. Und da kommt das Feuerding runter. Na, das... Oh, wait, ich bin hier sogar relativ safe. Das war jetzt mein Beispiel. Bei diesem zweiten Feuerding an der Seite. Da kann ich, selbst wenn ich es sehe, selbst wenn ich realisiere, dass es kommt, ich schaffe es nicht. Durch die Schwimmphysik schaffe ich es niemals, rechtzeitig auszukommen. Also das finde ich... ungünstig. Nennen wir es... Oh mein Gott. Nennen wir es ungünstig. So, das erste kann ich hier so machen. Jetzt kommen die Dinger. So, und die... Ah. Und dann sollte ich aber wirklich ganz schnell nach rechts. Aber das schafft man, kann man eigentlich nur wissen, wenn man es ein paar Mal gespielt hat. Na, das finde ich ungünstig. Die anderen waren eigentlich soweit, hatte ich den Eindruck, dass die machbar waren. Selbst wenn man da einen Fehler macht oder so, dass man das korrigieren kann. Aber hier, wenn du nicht weißt, wo was herkommt, das ist jetzt wirklich so ein Übungsraum. Na, den kannst du eigentlich nur spielen, wenn du es schon kennst. Sonst hast du da einfach... Sonst hast du einfach keine Chance. Das ist exakt, wovon ich rede. So, jetzt werden wir erstmal dem hier ausweichen. Dann bin ich hier schnell rüber. Oh. Ich würde einmal gerne den Pilz behalten. Der Typ noch mehr Tohu-Level eigentlich gebaut? Muss ich dann mal gucken. No! Weil er nennt es ja Mario Hu 6 oder irgendwie sowas. Vielleicht hat er ja schon mehr gebaut. Nee, Pilz ist da! Gib mir das! Oh, nice. Uff. So, ein Level dürften wir noch vor uns haben. Ja. Ein Level dürfen wir noch vor uns haben. Bossfight. Verstanden. Okay, das ist ja super simpel, wollte ich sagen. Und werde schon hier, aber es ist wirklich super simpel. Wait. Ah. Das war wirklich ein... Also verglichen mit dem Level, mit dem... Hier war es der Bosskampf einfacher als das Level selbst. Das ist nicht Tohu. Das kenne ich anders. Es ist ja okay.
Aber hatten wir... Oh, man kann das gar nicht holen. Okay. Aber hatten wir jetzt... ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Hatten wir jetzt die Röhre oben, die rote Röhre genutzt? Ich kann mich gerade nicht erinnern. Bin ich doof? Nein, also andere Toho-Level hat er nicht gebaut. Aber wir können mal reinschauen, was er noch so gebaut hat. Der Momelette. Mario Tends to his Garden. 5 Piranha-Pflanzen, okay. What? Ah ja, ach so, verstanden. Also ich habe 3 Türen und da sind insgesamt dann 5 Pflanzen zu besiegen, ja. Oh. Ach so, kann ich ja hier umstellen erstmal. Ich hab nichts gesagt. Wait, jetzt muss ich... Hä? Es ist doch verkehrt rum, ne? Weil ich muss dann das hier anspringen, muss dann hier rüber, muss hier wechseln, jetzt weiß ich's nicht. Wird wohl schon so passen, hoffentlich. Okay, und jetzt besiegen wir die erste. So, da drüben ist dann die zweite. Wo eigentlich nur der eine Block im Weg ist erstmal. Okay. Und dann sind jetzt ein paar mehr Blöcke im Weg. Ah, es ist immer, man kriegt immer so ein Tutorial und dann... Okay, ja, das funktioniert zum Glück deutlich besser als in Hex. So, tschüss. Okay. Wäre jetzt kein Level, was ich in einer Challenge haben wollen würde, aber so als Level an sich ist es ganz cool. Allerdings hat man jetzt keinen Checkpoint dafür, ne? Und es gibt ja... Ah, oh, no. Es gibt ja keine. Ist ja eine Challenge. Das war wieder das Intro. No, das war zu ba... Oh. So, da dran vorbei. Yes. Oh nein, ich jetzt... ich verstehe es immer erst zu spät, aber ist okay. Nein!
Nein, ich hab's... Oh, schlecht getimed. Die geht doch langsamer hoch, als ich dachte. Die geht langsamer hoch, als ich... Och, komm. Unglaublich. Yes. Jetzt durch die Tür gehen wäre dumm. So, aber ich hab einen Schutz dabei. Ich fühle mich schon mal besser. Problem wird die Zeit bei solchen Sachen. Ne? Oh, oh, war das gut? Okay. Ja, Problem bei sowas wird echt die Zeit. Weil wenn es ein Rätsellevel auch noch ist und man erstmal grübeln muss und wenn man dann... Oh, das wäre ärgerlich. Ich hoffe, wir kriegen es hin. Ah, verstanden. Verstanden. Schnell! Hoch mit dir! Yes! We did it. So, das war das Intro. Kann ich überhaupt mitnehmen? Indirekt. Nützt mir das was? Wir werden sehen. Oh, da kommt sie doch direkt, die Pflanze. Cool. Was soll hier passieren? Der löst das jetzt aus? Ach so. Ich habe zeitliche Bedenken. Ich muss, glaube ich, mehr auf die achten. Die muss da vorher... Ah ja, verstanden. Na, und jetzt geht das klar alles. Ich sollte die nicht mitnehmen, so. Und jetzt geht das hier easy. Ja, wir haben es geschafft, alles gut. Wir kriegen es gerade so zeitlich hin. Das war aber schon jetzt ganz schön knapp, muss ich sagen. Na, wobei. Na, wir hätten ja noch 90 Sekunden. Ist okay. So knapp war es gar nicht. Ideenreiche Level hat der Typ. Äußerst ideenreiche Level. Sehr, sehr schön, ja. Doch. Kann man machen. Kann man machen. Werd mir den mal merken. So, wo ist der? Komm mal her. Mario Gear Solid. Luigi Lesson Backward Tree Jumps. Oh, was eine Abschlussrate. Huh, aber ich wollte jetzt erstmal hier ihn Herzen. Zack. Also nicht Herzen, sondern Favoriten. Favorisieren. Können wir uns bei Gelegenheit angucken. Ich wollte jetzt ganz kurz, weil wir es gerade von Toho hatten, hier einmal auf beliebt gehen. Einmal auf suchen gehen. Einmal auf... Nee. Das ist das Falsche suchen. Ah.
auf Detailsuche gehen. Und suchen. Mein Gott. Und hier jetzt, nein, das nicht. Das auch nicht. Und hier, da. Da, da, da. Und hier Musik auswählen. Wait, ich muss es andersrum machen, ne? Ich muss es so rum machen. So. Nach Beliebtheit. Da ist nämlich relativ weit oben ein Tohu-Level, glaube ich, gewesen. Was ziemlich gut war. Verdammt. Jetzt ist es schon nicht mehr oben. Ha. Ach verdammt, da war echt ein gutes... Oh nein, wie finde ich das denn jetzt? Nach Wort kann ich ja nicht suchen, ne? Scheibenhonig. Vor allem, ja, jetzt sehe ich ja natürlich die japanischen alle. Oh nein! War das japanisch? Oh nein, hat das einen japanischen Namen gehabt vielleicht? Wait! Was das hier? Ja, jetzt müsste es eigentlich natürlich noch weitergehen, aber tut's leider nicht. Doch, geht! Hab nichts gesagt. Ja, für alle, die sich wundern, warum da immer so Items durch die Gegend fliegen. Ich glaube, je nachdem, wie man das Item auf welchen Notenblock drauffallen lässt, von welcher Höhe entsprechend ändert sich die Note. Also, ich finde das richtig cool. Ne? Ist jetzt nichts fürs Let's Play, weil das jetzt anzuschauen ist halt keine Leistung. Aber ich finde das großartig. Allein sowas zu erstellen hier, ne? Es gab auch ein ganz tolles Musikdings mit dem Castle-Team von Zelda. Von Breath of the Wild. Aber auch das werde ich jetzt nicht auf die Schnelle finden. Ah, verdammt. Aber ihr seht, was ich meine. Immerhin ein Tohu-Lied haben wir gefunden. Es gab noch, glaube ich, mehr. Es gab, glaube ich, noch mehr. Aber ich weiß jetzt halt gerade auch nicht mehr bei den japanischen, welche da. Mist. Das wird auch ein Tohu-Lied sein. Das ist auch von Setsei Rinrei. Das war von gerade eben auch von Setsei Rinrei. Ist das auch Tohu? Und zweiter Teil. Ah, es ist schon, ne? Ist schon sick. Das Symbol sah gerade gefährlich aus. Da habe ich mich da verguckt. Das Symbol sah gerade schon gefährlich aus. So, was hat er denn noch so gebaut?
Red Zone Technik. Bad Apple. Southern Cross. Phantom Ensemble. Ach komm, wir machen jetzt noch. Wir machen noch den Tohu Musikpart hier gerade durch. Let's go. Es gibt bestimmt auch noch bessere, aber. Ne? Ihr sollt erstmal. Das kenne ich jetzt nicht mal. Ihr solltet mal einen Eindruck bekommen, wie das funktioniert, was ich gemeint habe, falls ihr das noch nie gesehen habt. Aber wie gesagt, das kenne ich nicht. Da weiß ich jetzt gerade nicht, wie gut das angepasst wurde. Das kann ich gerade nicht sagen. So. Southern Cross. Das müsste ich kennen. Zumindest der Name sagt mir was. Bin mir gerade unschlüssig. Ah, das ist wieder zum Rennen. Ist das überhaupt ein Tohu-Lied? Klingt jetzt eher wie irgend so ein Opening, irgendein japanisches Anime-Opening. Ich glaube, das war kein Tohu-Lied. Ich weiß es nicht sicher, ich glaube, es war keins. Vielleicht war es eins, keine Ahnung. Ich möchte, möchte da nicht mich festlegen. Okay. Ah, nein. Weg ist er. Du hast 100 Level abgeschlossen, dafür die Geldsegen-Shorts. Ja, Mensch. So, was haben wir jetzt noch nicht gespielt? Hier, Bad Apple. Das kenne ich auf jeden Fall. Jetzt bin ich gespannt. Aber Weltrekord ist... Das wird relativ kurz sein, wenn der Weltrekord 24 Sekunden ist. Wahrscheinlich wieder zum Rennen, wegen Geschwindigkeit. Oder kann man das? Ja. Walk. Okay, wir rennen nicht. Das klang weird. Vielleicht habe ich aber auch was falsch gemacht. Das klang irgendwie komisch. Der zweite Teil. Der erste klang okay. Aber vielleicht ist das auch wieder das, das Aggressor hat das ja schon mal gemeint, dass das eigentlich originale Bad Apple von Tohu doch anders klingt als das, was dann draus gemacht wurde in diesen Hauptliedern. So, was haben wir hier? Irovonio Shirinirovo. Ist das Tohu? Keine Ahnung. Wir hören mal rein. Wir hören einfach mal rein. Walk. Kennst nicht.
Aber man kann es sich als Todi, glaube ich, vorstellen. Es könnte eins gewesen sein, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie er immer ein anderes Ende baut. Das ist auch schön. So, eins haben wir noch. Dann haben wir zumindest alle von Tsetsei Rinrei durch. Red Zone Technik. Das ist doch aber jetzt auch kein Toho, oder? Sagt mir gar nichts. Sagt mir überhaupt nichts. Ah, ran. Das war kurz, aber das könnte doch wieder Toho gewesen sein. Das klang schon so ein bisschen danach. Ha. Super. Okay, das war das. Wir folgen dem mal, falls der mehr Musik macht. Kann man immer mal wieder zwischendurch kurz spielen. So, komm her. Gut. Aber es war, glaube ich, jetzt noch nicht das dabei, was ich mal gemeint hatte. Aber ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie ich das jetzt auf die Schnelle... What? Das ist aber ganz kurz, wenn es nur 8 Sekunden Weltrekord ist. Wahrscheinlich und dann ist aus. Wahrscheinlich das. Ah. Wie hat er das in 8 Sekunden geschafft? Er ist gut gemacht. Ah, das ist cool. Ah, ich meine, also spielerisch, ne? Klar, überhaupt kein Gameplay. Aber alleine, ich finde sowas großartig. Oh mein Gott, aber wie hatten wir das... wo kommen denn die 8 Sekunden her? Selbst wenn ich da durchrenne, sind das keine 8 Sekunden. Gibt es hier irgendwie... What? Komm her. Ah. Warum auch immer. Wahrscheinlich, damit man doch auch ein bisschen was spielen kann in dem Level. Okay, meinetwegen. Boah, da baut einfach Detektiv Conan. Wer ist das denn? Der Andi. Was hat er noch so gebaut? Mehr Musiklevel? Was ist das? Keine Ahnung. Vier Geist. Ah, das ist kein Musiklevel mehr, ne? Das ist nee, alles nicht Musik hier. Go. Okay. Ah, da lese ich einfach Detektiv Conan plötzlich. Wenn ich jetzt noch dieses Breath of the Wild Dings Level lesen würde... Das, da ist es. Das ist. Man denkt am Anfang, okay. Aber wenn es dann richtig losgeht, wenn der Hauptteil anfängt, es haut euch weg. Also mich hat's weggehauen. Oh. Muss ich was tun? Muss ich rennen?
Also das, ne? Dieses da-da-da, da-da-da-da, das ist so gut angepasst. Oh, das hat mir damals Gänsehaut verschafft. Jetzt gerade nicht mehr, weil ich schon kannte. Würde mich jetzt interessieren, ob es bei euch den gleichen Effekt hatte. Jetzt gerade tatsächlich war es für mich nicht mehr ganz so, weil ich es schon kannte. Aber als ich es das erste Mal gehört hatte und das dann losging, holy moly, das hat mich richtig, richtig umgeschmissen. One Piece, Alter, was bauen die Leute? Das ist so krass. We Go von One Piece. So viele One Piece Lieder auch, ne? Noch ein One Piece. Sämtliche One Piece Openings kommen hier vor. Mann. Die sind aber auch gut teil. Oh, das war's schon hier unten. Okay. Ah, ne. Jetzt müsste man auf Seite 2 gehen, ja? Okay. Aber da könnte ich jetzt wieder unendlich lange weiter. Da könnte ich jetzt irgendwann gar nicht mehr aufhören. Ich weiß jetzt nicht, ob das Toho-Lied dabei war, was ich gesucht hatte. Ich bin mir gerade unschlüssig, was ich schon kannte. Es war auf jeden Fall, waren es gute Toho-Lieder. Es kann auch sein, dass meine Erinnerung einfach nicht ganz so gut war und es war tatsächlich genau dieses. Aber ja, also ihr seht, da geht eine ganze Menge. Ich würde mir gerne noch, ganz am Anfang habe ich gelesen, Cass-Them oder Cass oder wie auch immer er heißt. Den würde ich gerne mir noch anhören. Count Revolts ist bestimmt auch cool. Hier wieder One Piece. Irgendwo war Cass. Wo war Cass? Den möchte ich noch hören. Da! Ne, Revali. Entschuldigung. Ich habe aber irgendwo auch Cass gelesen. Da bin ich jetzt komplett dumm. Bin ich jetzt komplett dumm? Sidon? Ich habe doch irgendwo Cass gelesen. Na, da ist er. Let's go. Auch das kann man in 9 Minuten wieder abschließen. Achso, Green Pipe to the Mew. Okay. Mal gucken. Kommt das auch noch? Bitte ja. Ah, der Zwischenteil hat mir jetzt gefehlt, aber gut. Hat mich jetzt nicht ganz so umgehauen wie die anderen Musikstücke, muss ich sagen. Aber war natürlich gut gemacht, keine Frage. Aber es hat einfach, es hat bei mir nichts ausgelöst. Sagen wir es so. Also da kann man jetzt, ne, ich bin sicher, ich habe jetzt Level überskippt, wo ihr gesagt hättet, das will ich hören, das will ich hören. Solltet ihr Mario Maker 2 haben, hört es euch selber an. Ich kann leider nicht alles. Komm, wir gucken uns das noch an. Rhythm Challenge. What? Wieso hat das so eine... Run and jump following the rhythm of this Kirby. Wait, ist das jetzt mit Spielen? Gott, wie gut ist das denn? Oh Gott, wie gut ist das denn? Das ist ja wie Osu. Oh, das musst du jetzt aber noch spielen. Oh mein Gott. Bam, 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 bam. Okay, bin ich off oder... Das Lied. Damn.
da 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 da. Holy moly. Nein, ich war off. Hat schon gepasst. Oh Gott, war das gut. Oh Gott, war das gut. Ja gut, da geht auch nicht besser als der Weltrekord, ne? War ja einfach nur durchrennen. Aber war das gut. Ich bin ja... Okay, kein Wunder, dass das oben ist bei der Beliebtheit. Oh, hat er noch mehr sowas gemacht? Sonic Forces Double Boost, Duck Hunt Simulator? Song of Storms? Hat der mehr so Challenge-Dinger echt gemacht? Song of Storms, easier... Und no okay, wir gucken uns erstmal die an. 0,32%, oh Gott. Das gucken wir uns jetzt... Okay, jetzt, Entschuldigung, jetzt bin ich hier, hänge ich hier wieder an anderen Sachen, aber... Ihr versteht das. Mittlerweile müssten Ferien sein, ihr versteht das. So. Okay, okay. Jetzt, oh, da muss ich erstmal reinkommen jetzt. Oh Gott, okay. Da war ich zu schnell. Es ist relativ langsam. Oh, dann komme ich auch nicht weit genug. Oh. Oh, es ist schon, aber ich glaube, es ist richtig getimed. Ich glaube, ich bin einfach off. Ja, ich bin einfach off. Ich bin einfach off. Krieg ich das denn nicht hin? Oh Gott. Oh Gott, das ist echt nicht einfach. Ich guck mir mal die Easier-Version an. Wahrscheinlich gibt's die nicht grundlos. Da bin ich tatsächlich hier gerade raus. Puh. Da bin ich tatsächlich gerade raus. So, hier, Song of Storms Easier-Version. 2,53%. Okay, immer noch relativ wenig. Aber mal gucken. Ich bin off. Gibt's doch nicht. Okay, das ging. Wenn man nur wirklich auf den Rhythmus achten muss und nicht noch auf die Sprünge, dann ist das einfacher. Puh. Das ist hier richtig cool. Das ist richtig genial. Versus Gladion Accumula Town. Das ist das, was er gemacht hat. Battle Tendency Opening kenne ich halt nicht. Puzzle Challenge. Uff. Lieber nicht. Oh mein Gott. Das müssen wir gleich ausprobieren. Okay, Deltarune. Aber ist das noch eine Challenge oder ist das jetzt mehr so... Es läuft einfach. Ah, das läuft einfach. Schade. Aber das hören wir uns doch an und dann hören wir auf. Okay. Ah, schade. Das hätte ich gern gespielt. Muss ich vielleicht laufen? Ich hab's nicht gelesen. Muss ich laufen? Ich lese nochmal kurz die Dings. Just a music level, Uwu, enjoy. Also muss ich jetzt laufen oder läuft das für mich durch? Ich laufe mal selber. Bin mir gerade unschlüssig. Ich laufe mal selber. Ach nee. Kann ich ja gar nicht. Ist ja egal, was ich mache.
Das klingt zu langsam. Lul, okay. Ach, das war der Anfang. Ah! Und jetzt kommt der Hauptteil. Da, 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 da. Und so weiter. Kommt gleich. Hoffentlich. Muss. Nein! Nein! Warum? Ich hab dir vertraut. Der hätte lieber den Anfang rausnehmen sollen. Das Intro war unnötig. Oh nein, wo ist denn der Rest? Da, 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 da. Oh nein, warum, warum? Where's the rest? Give me, please. Oh, schade. Aber cool, 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 cool. Den speichern wir uns auch mal. Wenn der neue Lieder rausbringt, können wir das auch ganz kurz einmal anspielen. So, vor allem die Challenge war ja... Die Challenge war ja... Boah, war ja großartig. Also, da... Nach beliebt suchen, Quatsch, nach Details suchen mit beliebt und verschiedene Dingskombinationen, anscheinend gar nicht so doof. Ach komm, wir hören uns doch Country Roads an. Ich nehme euch jetzt mit auf einen Spaziergang über die Country Roads. In West Virginia. Gott, ich schwanke hier mit die ganze Zeit. Oh, ist das gut. Oh, echt schön. Oh, echt schön. Mensch, ich bin ja begeistert. Da sind wir jetzt durch das Toho-Level hingekommen, siehst du mal. Gut. Jetzt habe ich aber die ganzen anderen Level, die ich spielen wollte, nicht gespielt. Aber gut, es ist egal. So sind die spontanen Aufnahmen, ne? Es passieren Dinge, die ganz anders sind. Jetzt gucken wir mal, was hier alles neu ist, was wir in den nächsten Parts uns anschauen müssen irgendwann. Drake hat schon wieder was Neues gebaut. Babystar Capella. Haben noch nicht viele. Das ist ja richtig frisch. Das ist ja richtig, richtig frisch. Test-Upload von Counter. Just a test if you can upload a completely unchanged title screen level. Ach ja, ja, ich verstehe. Da hat er... die Clear Rate. Die lasse ich so. Ich spiele das jetzt nicht, die lasse ich jetzt erstmal so, die Clear Rate. Die gefällt mir so viel besser. Die ist natürlich dann jetzt gleich nicht mehr so, wenn da noch ein einziger nochmal spielt. Aber das lasse ich so. Das ist meine Clear Rate. So. Nein! Wollte ich nicht. Deswegen, das werde ich nicht spielen. Das ist auch sowieso, das ist glaube ich nur das, in Fairy? Fragezeichen? Nein. Block Switch Off ist gleich Exit Closed. Wird schwierig sein, ja, das wird schwierig. Okay. Dann Buddy on the Way von Lützi. Der hat auch wieder was rausgehauen, der Ersteller von Dingsviech, Celeste.
Und dann sind wir hier. Das ist gar nicht so viel bisher. Es hat sich gar nicht so viel angestaut. Das ist gut. Das kriege ich in den nächsten Part unter. Hoffe ich. Mal gucken. Werden wir so machen. Und dann habe ich noch ein Level in Planung. Das hat der liebe Hübi, da war er überfordert. Und ich weiß nicht warum. Das war ein Rätsellevel und er hat nur das Ende gezeigt und gesagt, er kommt nicht klar. Und dann hat das nicht weitergespielt. Und das möchte ich mir mal angucken. Und dann hat mir Flo auf Discord noch ein Level empfohlen. Also, ich glaube nicht, dass wir alles in den nächsten Part kriegen, aber das sind so im Moment meine Pläne. Meine Pläne sind das. Alles klar. Nehme ich aber, glaube ich, jetzt schnell noch auf. Ja, den Part nehme ich jetzt noch auf. Danke fürs Zuschauen und tschüss.